Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum fünften Let's Build. Ja, ne, die Sims 4 an die Arbeit ist released. Und ich hatte ja bereits nach dem letzten Let's Build angekündigt gehabt, dass jetzt zu dem ersten offiziellen Erweiterungspack zu die Sims 4 wieder ein Let's Build folgen wird. Und ja, tada, da sind wir. Ja, falls du einer derjenigen oder diejenigen bist, die bereits meine anderen Let's Build-Serien verfolgt hat, freue ich mich auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast. Und auch an alle Neuen, die jetzt das allererste Mal dabei sind, ne, auch an euch so, Hallöchen, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 10 nach 3 in der Nacht. Vor 3 Stunden ist das Erweiterungspack rausgekommen und ich war direkt fleißig. Hab es installiert und direkt ein First-Look-Video aufgenommen, das müsste jetzt auch schon online sein. Hatte mir da eigentlich erhofft, das Ganze ein bisschen ausführlicher zu machen, bloß, boah, nee, der Content, der mit dem neuen Erweiterungspack mitgeliefert wird, was dort alles vorhanden ist, was für Möglichkeiten bestehen, die ganzen Berufe, die ganzen bis ins kleinste Detail, das war mir einfach von der Zeit her nicht möglich. Weil ich wollte jetzt keine ganze Videoreihe jetzt machen, was das Ganze angeht. Und hab jetzt da halt so ein bisschen auf die grundlegenden Sachen halt angesprochen, ein bisschen angeschaut, womit wir da eigentlich zu tun haben mit dem allerersten Erweiterungspack jetzt, ne, für die Sims 4. Ja, und dann noch hab ich mich da halt hingesetzt und hab hier angefangen, das neue Let's Build für euch aufzunehmen. Ja, ich hab die letzten Tage schon wieder Zuschriften bekommen, so, ah, Passi, wann geht's da endlich wieder los? Und ja, ich versuche jetzt wieder jeden Abend um 18 Uhr eine Folge rauszubringen. Aber wie immer, ne, kann ich nicht versprechen, ob das jeden Abend klappt. Hoffen wir es einfach mal, warten wir es ab und schauen mal, wie es denn so läuft. Ja, ich hab mich jetzt hier dafür entschieden, einen Allround-Shop irgendwie zu machen, wo man so das ein oder andere halt bekommt, von der Kloschüssel bis zum Spielzeug, irgendwie sowas, dass wir da sowas in der Art irgendwie zusammen aufbauen. Ja, wie man da ja auch sieht, gerade oder gerade eben oder gleich, habe ich da ja auch direkt die Möglichkeit genutzt und mit dem Kellerwerkzeug gearbeitet, ne, gerade solche, Zuläufe, sag ich mal, zum Lagerraum, ne, sieht man noch gleich noch ganz schön, fand ich eigentlich ganz cool und hab mir da gedacht, packe ich direkt so ein, zwei Eingänge halt so im Lagerraum nach unten, der wie gesagt im Keller liegt, und hab halt hier und da ein bisschen rumprobiert. Ich kann noch nicht sagen, ob ich jetzt das ein oder andere halt noch großartig verändern werde, also ich habe jetzt die erste und die zweite Folge soweit im Game jetzt direkt fertig aufgenommen, jetzt bespreche ich ja die erste. Aber Änderungen sind natürlich immer wieder mal möglich. Ich werde mal gucken, das Ganze so ein bisschen so eine Mischung aus neutral und rustikal irgendwie aufzubauen. Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, das werde ich dann spontan entscheiden, wenn ich die Wandbelege setze und so weiter. Und ja, gucken wir einfach, wenn es soweit ist. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, liebe Leutchens, mir hat das nach der letzten Let's Build-Serie hat mir jetzt die ersten paar Tage echt gefehlt. Und normalerweise, ne, bin ich dann am Tag irgendwann da, so was ich gegen 14, 15 Uhr habe mich hingesetzt, habe dann da die Folge aufgenommen für den Tag. Also das Voice-Over, was ich jetzt auch gerade mache, ne, wie gesagt, das Spiel ist ja schon soweit, was man da jetzt sieht, ist ja schon fertig aufgenommen, was ich jetzt gerade bespreche. Und muss ich echt sagen, hat mir echt irgendwo gefehlt. Hat mir echt Spaß gemacht. Da war so mittlerweile dann so eine Routine drin. Ich glaube, ich habe irgendwie, weiß nicht, 2 oder 3 Let's Build-Serien echt konstant durchgehalten und jeden Tag immer eine Folge rausgebracht. War die eine Let's Build-Serie heute zu Ende, kam morgen schon die nächste und ja, hat mir einfach gefallen, hat Spaß gemacht. Hat auch die Interaktion mit euch, dann eure Fragen zu beantworten, diverse Themen anzusprechen und ja, einfach mit euch zu quatschen, weil das ist eigentlich so, dass was ich als neben dem, was man da sieht, ja auch Teil des Videos. Dass wir halt ein bisschen miteinander kommunizieren. Halt, ne? Wie gesagt, die Fragen, Themen und so weiter. Und ihr antwortet halt in den Kommentaren darauf. Und hier auch dann direkt der nächste Aufruf.
ihr seid wieder aufgefordert, beziehungsweise ich möchte euch darum bitten, mir wieder Fragen an mich, Sims Fabrik, an meine Häuser, Tutorials und so weiter und so fort, wieder Fragen in die Kommentare zu ballern. Ne, irgendwas so. Wisst ihr ja, irgendwas. Können auch sinnlose Fragen sein, Scherzfragen, was weiß ich, dass wir so ein paar lustige Folgen haben, was weiß ich. Versucht einfach, ich mach dann einfach irgendwie. Ja, wie ich immer so schön zu sagen pflege, nicht lang quatschen, direkt machen. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen, habe ich ja noch von der letzten Let's Build-Serie. Ich habe sie nicht in den Papierkorb geschoben, also die sind schon noch da. Gucken, ob ich die jetzt gleich noch angehen werde oder dann halt in der zweiten Folge, werde ich mal schauen. Und, jo, da sind wir jetzt wieder. Fünften Let's Build schon, freut mich, wirklich. Und haben jetzt noch, ja gut, Hälfte des Videos haben wir noch, würde ich mal sagen, gehen wir noch ein paar Fragen an. Und zwar habe ich da noch von der Sporthanna Fragen. Was hast du vor YouTube gemacht? Oh Gott, dieses, jenes und überhaupt. Gejobbt, Bundeswehr, und kurz dann, bevor meine Krankheitsgeschichte anfing, 2011, habe ich in einer Werbeagentur als Mediengestalter gearbeitet. Ja, und dann wurde ich ja, wie ich ja vor ein paar Wochen da erzählt hatte, wie gesagt, krank und ja. Seitdem ist halt Grütze, scheiße. Ist halt doofes Thema, lange Geschichte, überhaupt blablub. Hast du als kleiner Junge, ebenfalls von Sporthanna, hast du als kleiner Junge ein Hobby gehabt? Gitarre spielen, Fußball spielen, im Verein etc. Als kleiner Junge habe ich eigentlich recht viel gezeichnet. Was ich heute irgendwie gar nicht mehr mache, fällt mir so auf so ein... Weiß ich nicht, es hat so mit 14, 15 hat das nachher aufgehört. Ja, aber sonst, ich habe jeden Tag, wenn ich von der Schule kam oder so, bevor ich Hausaufgaben gemacht habe, habe ich irgendwas gezeichnet. Weiß ich nicht. Da hatte ich immer sehr, sehr viel Spaß dran. Ansonsten, ja, habe ich mit 12 Jahren, 11, 12 Jahren circa, habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Habe auch in der einen oder anderen Band gespielt und meine letzte Band ist jetzt 2 Jahre her, da war ich ja, in der Band drin von Freunden von mir, sehr guten Freunden von mir, was ich ja leider dann aufgrund der Krankheit leider aufgeben musste. Ja. Scheiße gelaufen, ist halt so, muss ich mitleben, muss ich wegstecken. Aber sonst alles gut, alles gut, alles gut. Und Gitarre spiele ich auch jetzt, oder habe ich angefangen vor mittlerweile, eigentlich bin ich jetzt 8 Jahre zusammen. Ja, vor 6 Jahren circa mit Gitarre, also mit Akustikgitarre angefangen und hatte mir auch eine gekauft gehabt, aber musste die leider Gottes auch wegen demselben Grund verkaufen nachher. Ja, wohnt irgendjemand aus seiner Familie in einem anderen Land? Pff, nicht, dass ich wüsste. Nee, keine Ahnung. Nee. Und ich sag mal so, der Hauptteil meiner Familie, den ich wirklich bewusst Familie nenne, wohnt hier in Hamburg. Das sind meine Eltern und ja, meine Freundin gehört auch irgendwo dazu, ne? Schon Erfahrung mit der Marke Apple gehabt. Ich bin allgemein kein Freund, irgendwie was iPhone und so weiter angeht. Weiß ich nicht, gefällt mir das Design nicht, die Aufmachung nicht, das Betriebssystem gefällt mir irgendwie nicht. Weiß ich nicht, konnte mich nie so mit anfreunden. Was jetzt so Mac-technisch angeht, ja, hatte ich in der Werbeagentur damals, hatte ich ja meinen eigenen Mac stehen, mit dem ich da gearbeitet habe. Und wünschte mir auch hier zu Hause einen eigenen Mac stehen zu haben, weil damit hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, weil das Ganze halt eher ausgelegt ist, sowas, was auch von der Leistung und so weiter und auch von der Software, was halt Videoschnitt angeht, Videobearbeitung, Effekte und so weiter und so fort. Da würde ich schon gerne so ein Ding hinstellen, was so, Gott, da bist du ein bisschen Quanta, war, ist nicht gerade billig. Guckst du Musikvideos auf YouTube an? Das ein oder andere, wenn mal was gepostet wird oder halt von Bands, die ich halt aktiv verfolge, die ich aktiv höre und die bringen ein neues Video raus, klar, warum nicht? Eher weiß oder eher schwarz? Lila. Nein, also doch, eher schwarz. Und, ja, Folge ist fast zu Ende. Jo, das ist auch eine Frage von der Sporthanna. Was waren zu deiner Schulzeit deine Lieblingsfächer? Oh Gott, die Frage habe ich schon mal beantwortet. Deutsch, 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 Deutsch.
Deutsch habe ich sehr gerne gemocht, dann habe ich mit dem Wahlfach damals gehabt, Rockmusik und Schlagzeug gesessen, natürlich auch Spaß gemacht und das Video ist zu Ende und wir haben jetzt keine Endcard, darum habt ihr noch ganz, ganz kurz jetzt schwarzes Bild, weil die Endcard kommt erst ab der zweiten Folge wieder. Ansonsten, Physik war ganz cool und Rest, ja, hat man so hingenommen, wa? Ja, Leute, die erste Folge vom Let's Build ist wieder zu Ende und ich muss sagen, ich freue mich schon wieder sehr drauf und wie gesagt, schreibt mir gerne wieder Fragen, Themenvorschläge, was ich wieder palabern soll in den nächsten Videos, gerne in die Kommentare. Und noch ein kleiner Aufruf, Leute, ich bin seit ein paar Tagen wieder aktiv auf Twitch, allerdings nicht mit meinem alten Channel, weil der hieß ja noch Production Sims 3 und man kann bei Twitch keinen Namen ändern. Nicht den Namen des Channels und darum habe ich mir einen neuen Channel angelegt. Also gerne twitch.tv/simsfabrik. Gerne mal folgen, da könnt ihr mir, ne, falls ich online bin, da mal zuschauen oder so. Da habe ich jetzt die letzten 3 Tage wirklich, oh Gott, viel gestreamt. Und heute, glaube ich, weiß ich, 8 oder 10 Stunden. Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das war eine Sause. Hat richtig Spaß gemacht. Mein großes Haus fertig gemacht, nachher noch irgendwie spontan einen Spaß-Sim erstellt und dann, ja, aufgrund des Wunsches meiner Zuschauer ein ganz kleines Let's Play angefangen. Also hab ein bisschen Späßchen da gemacht und hab mich ein bisschen als Let's Player versucht. War ganz lustig. Mal gucken, was die nächsten Tage so passiert. Mal schauen. Aber wie gesagt, gerne folgen, wenn ihr Bock habt. Ich wollte jetzt nicht jedes Mal hier auf YouTube ein Video hochladen. Ich bin online. Finde ich einfach Schwachsinn, weiß ich nicht. Weil es kann immer was dazwischen kommen. Dann war ich 5 Minuten online und da ping, dann tschüss und war es auch schon wieder. Und damit sage ich jetzt auch Ping und tschüss, das war schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht es gut, hauen Sie rein, bleibt es sauber und tschüss.